Ein Männerabend unter Frauen, ein pikantes wie interessantes Thema. Im Möbelhaus Meier trifft Frau in der Wirtschaft auf Dr. Richard Schneebauer. Er zeigt, was echte Männerfreundschaft bedeutet, und im Möbelhaus spüren die Damen, wie bequeme Möbeln entspannen. Wir haben das große Glück, dass wir mit der Uli Steinmeister schon seit Jahrzehnten, darf ich fast sagen, zusammenarbeiten dürfen und können, gerade mit HT1. Und es ist für mich eine ganz besondere Freude, dass sie auch an uns denkt und tolle Persönlichkeiten in unser Haus bringt. Wir haben uns einmal Gedanken darüber gemacht, was wir im zweiten Herbstprogramm alles reingeben können. Jeder ist mit Männern konfrontiert, sei es als Lieferant oder als Kunde. Und durch das, dass Frauen der Wirtschaft Christkirchen auch keine Feministinnen sind, haben wir uns entschieden, so einen Vortrag heute hier im Möbelhaus Christkirchen zu machen. Das ist schon gut provokant, Männerabend. Ich sage, wir Männer brauchen mehr Männerabende, aber vielleicht nicht von der Klischeestange, sondern ein bisschen mehr mit offenen und wertschätzenden Gesprächen miteinander. Das fördert uns Männer eindeutig. Denn laut Studie haben 80% der erwachsenen Männer keinen besten Freund, den sie sagen würden, wie es ihnen wirklich geht. Am Anfang muss man das richtig lernen. Also, dass man dann einfach auch sagen kann, da passt es nicht, aber sonst passt eh alles. Nein, es ist okay, wenn es mir am Mittwoch am Abend wegen irgendeinem Thema in meinem Leben nicht gut geht, dann liegt nicht gleich mein ganzes Leben in Trümmern. Vielleicht ist immer noch irgendwie anhaftend, dass der Mann stark sein muss, dass der Mann seine Gefühle nicht nach außen tragen kann. Das ist sicher eine gute Sache, dass das einmal thematisiert wird. Besonders das Verhältnis zum Vater ist sicher irgendwo ein Thema für jeden Mann. Ich bin beeindruckt. Es hat zwar Lesung für Männer geheißen, aber ich glaube, jede Frau kann sich da selber was mitnehmen. Und das nicht nur aus der Lesung, denn Bücher haben was mit Gemütlichkeit zu tun. Also diese Lokalität war gut gewählt. Wir sind auf einer feinen Couch gesessen und es war ein optimales Sitzen, dann Referat mit musikalischer Unterhaltung, und das hat das Ganze relativ aufgelockert. Ich finde das ganz toll, weil ich mich zum Möbelhaus Meier eigentlich immer verbunden gefühlt habe. Wir haben vor Jahren unser Schlafzimmer damals schon gekauft da. Wir haben die besten Erfahrungen aus dem Möbelhaus Meier. Männer drücken Gefühle durch Taten aus. Schönes Möbelar bringt Ruhe, und so kann man auch leichter gute Gespräche mit Familie und Freunden führen.